Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 100 Milliarden Euro gewaschen. Wie viel ist das nochmal? Boah, nee. Also 100 Milliarden weiß ich nicht, kann ich Ihnen nicht beantworten. Nein, kann ich nicht. Ich war schon 1.600.000. Also so auf Anhieb kann ich das nicht sagen. Bei 1 Million wären wir bei 6 und da vielleicht, was weiß ich, bei ja, 16 oder sonst wie auch immer. Ja. 11 Nullen hat die Zahl 100 Milliarden. Und eine große Bedeutung. Denn Geldwäsche ist für Deutschland laut Experten ein ernstes Problem. Also wenn man kriminelles Geld ins Land lässt und immer weiter ins Land lässt, dann stärkt man die Kriminalität. Max zeigt, warum Geldwäsche für die Demokratie eine Gefahr ist und erklärt, warum Geldwäsche uns alle etwas angeht. Wir treffen den Journalisten Markus Zydra. Er ist Finanzkorrespondent für die Süddeutsche Zeitung in Frankfurt und beschäftigt sich mit dem Thema Geldwäsche. Darüber hat er nach 3 Jahren Recherche auch ein Buch geschrieben. Im Kern bedeutet Geldwäsche das, was das Wort aussagt. Man versucht, was Schmutziges sauber zu machen. Und wenn man sich vorstellt, man hat illegal Geld verdient, in Anführungszeichen, man hat Drogen verkauft, dann wird das meistens in Bargeld verkauft und dann hat man die Tasche voller Bargeld, sagen wir mal 3.000 Euro. Und dann ist das Geld, was illegal erwirtschaftet wurde. Und dieses Geld will man sauber machen. Man will den Anschein erwecken, als wenn es legal verdient worden wäre. Wie viel Geld jedes Jahr in Deutschland gewaschen wird, lässt sich nur schätzen. Seriöse Schätzungen gehen davon aus, dass es ungefähr 100 Milliarden Euro sind. Zum Vergleich: Der gesamte Bundeshaushalt hat ein Volumen von rund 476 Milliarden Euro. Das, was dem Staat durch Geldwäsche entgeht, ist bei rund 100 Milliarden Euro, also nicht ganz ein Viertel davon. Also wenn man kriminelles Geld ins Land lässt und immer weiter ins Land lässt, dann stärkt man die Kriminalität, dann stärkt man den Drogenhandel, weil diese Leute können das Geld hier in die Wirtschaft schleusen. Man stärkt den Menschenhandel, weil das Geld kann hier reinfließen und so weiter. Kriminelle Strukturen können sich so in einer Gesellschaft festsetzen. Merken die Bürger dann, dass Straftaten nicht effektiv bekämpft werden, kann das auch für die Demokratie zum Problem werden. Denn die Akzeptanz staatlicher Behörden sinkt, wenn sie einerseits Bürger wegen Falschparkens verfolgen, Straftaten wie Geldwäsche aber nicht effektiv bekämpfen. Das ist auch der Politik schon lange klar. Es darf nicht sein, dass Kriminelle durch das Brechen von Gesetzen illegale Profite erlangen und sich so bereichern. Das untergräbt die Ideale einer Leistungsgesellschaft und torpediert den Glauben an den deutschen Rechtsstaat. Auch deswegen muss die Bundesregierung jetzt entschieden eingreifen. Bislang zu wenig, sagen Experten. Daran sei vor allem die zuständige Behörde, die Financial Intelligence Unit, schuld, findet Dirk Peklo. Der Experte vom Bund Deutscher Kriminalbeamter kritisiert diese zuständige Behörde. Im Grunde hat diese Behörde eigentlich dafür gesorgt, dass Tausende von Fällen von Straftaten, wo es um Geldwäsche geht, nicht verfolgt wurden, dass entsprechende Gelder, also illegal erlangte Gewinne, nicht eingezogen worden sind und hier Täter im Prinzip ihr Unwesen treiben konnten, ohne dass es irgendeiner staatlichen Kontrolle irgendwie da Einhalt geboten hätte. Einer der Gründe: die Behörde ist chronisch unterbesetzt und kommt bei der Bearbeitung von Fällen kaum hinterher. Außerdem sind die zuständigen Sachbearbeiter keine Kriminalbeamten. Es ist so ähnlich, wie wenn wir uns vorstellen würden, dass wir die Bearbeitung von Kfz-Diebstählen aus dem Bereich der Polizei abgeben an das Kraftfahrtbundesamt. Oder wenn wir sagen, wir bearbeiten Fälle des Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen, bearbeitet das Jugendamt künftig. Vor allem der Immobiliensektor gilt in Deutschland als anfällig für Geldwäschestraftaten. Denn der Sektor ist riesig. Es gibt in Deutschland Immobilien im Wert von rund 15 Billionen Euro. Doch wem gehören sie eigentlich? Wir in Deutschland wissen nicht, wem Deutschland gehört, mit Blick auf die Häuser. Die Register sind unvollständig, sie sind nicht zentralisiert. Es sind oft Firmennamen, die sich da hinter Eigentümern verstecken. Es gibt in Deutschland ein paar Experten, die sich den deutschen Immobilienmarkt mal angeguckt haben daraufhin. Und selbst die können nur schätzen, und die schätzen, dass so ungefähr 300 bis 400 Milliarden Euro
also Immobilien im Wert von 300 bis 400 Milliarden Euro, im Besitz von Firmen sind, die in Offshore-Gebieten ihren Sitz haben und damit verdächtig sind. Die wahren Besitzer der Firmen lassen sich oft nur schwer ermitteln. Sie verstecken sich hinter einem Geflecht aus Firmen und Strohmännern. Einer der Gründe dafür: Bislang konnte man in Deutschland ein Haus für 2 Millionen Euro in bar kaufen. Deutschland ist so ein Paradies für kriminelle Geldwäscher. Muss eine Obergrenze für Barzahlungen her? Experten wie Dirk Peklo fordern das schon lange. Ich halte das für dringend erforderlich, dass wir eben nicht mehr Möglichkeiten schaffen, dass Menschen sich für 86 oder 100.000 Euro ein Auto kaufen können und das dann bar bezahlen. Also ich kenne in meinem persönlichen, privaten Umfeld keinen, der, sag ich mal, Gelder in dieser Größenordnung bar mit sich rumträgt, um dann ein Auto zu kaufen. Da ich nicht so viel Geld habe, ist es für mich kein Thema und von daher ist es egal. Tja, finde ich gar nicht gut. Also ich halte gar nichts davon. Aber es wird auf alle Fälle dazu kommen. Nee, so viel Bargeld habe ich nicht. Aber mit Bargeld bezahlen ist doch irgendwie übersichtlicher, meiner Meinung nach. In der vergangenen Woche hat die EU nun beschlossen, Bargeldzahlungen von mehr als 10.000 Euro sind in Zukunft verboten. Diese Beschränkung zumindest ein erster Schritt, um die Geldwäsche zu erschweren. Sie kriegen das Problem damit nicht gelöst, aber Sie machen es den Leuten dann nicht mehr so einfach wie hier, wo es legal ist, mit dem Koffer dahin zu kommen und zu bezahlen. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ein Viertel des Bundeshaushaltes wird jedes Jahr an Geld in Deutschland gewaschen. Mal schauen, ob sich das mit der neuen Bargeldbeschränkung nun bessert.